Brüssel wird keine wesentlich andere Position einnehmen. Das ist überhaupt nicht möglich. Die USA hat viele Möglichkeiten, das zu verhindern, auch Druck auszuüben. Frau Merkel hat kürzlich etwas sehr Befremdliches geäußert, dass es Infiltrationen gäbe und dass Moskau Einfluss nehme. Ich befürchte auch, dass man meint auf Leute wie mich. Ich empfinde mich aber als unabhängig. Und ich denke, das ist ein ganz schwerwiegender Vorgang, der sich da abspielt an Gegenpropaganda. Die Medien, die deutschen Medien sind in vielerlei Hinsicht befangen und sie verschleiern. Sie lügen zum Teil auch und verdrehen die Tatsachen. Und wer das kritisiert, ist ein Putin-Versteher oder Moskau-hörig oder ein Verschwörungstheoretiker. Da läuft jetzt seit einigen Wochen eine Gegenpropaganda an, wo Leute fertig gemacht werden, wo ihnen die Existenz entzogen werden soll mit irgendwelchen Diffamierungen. Und das kommt noch hinzu. Wir wissen ja, da gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen, dass viele der führenden Politiker und Journalisten Netzwerken und Thinktanks angehören, die von den USA installiert worden sind, über Jahrzehnte hinweg und auch finanziert werden. Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, da werden auch Namen genannt, zum Beispiel, dass leitende Redakteure der Zeit, der Frankfurter Allgemeinen, der Welt, der Süddeutschen Zeitung solchen Netzwerken angehören. Es gibt eine weitere Untersuchung eines Schweizer Friedensforschers, dass auch die NATO Einfluss nimmt auf die Medien, dass sie befreundete Journalisten in den Redaktionen haben, in vielen Redaktionen. Und wir wissen, dass nichts Negatives oder kaum etwas Kritisches über die USA und die NATO in den westeuropäischen Medien berichtet wird. Das ist ein Unding, nicht? Da versagt, wie wir sagen, die vierte Gewalt im Staat. Das ist die Presse, das sind die Medien. Und es wäre wichtig, dass die Medien ihre Unabhängigkeit bewahren, dass sie in der Lage sind, auch kritisch Stellung zu nehmen zu dem, was sich in den USA oder durch die NATO abspielt. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Zu dem Beginn der Krise in der Ukraine habe ich ja bereits einiges gesagt, also zur Orangenen Revolution, die auch von auswärts finanziert wurde, zur Maidan-Bewegung. Da hatte die EU-Beauftragte des amerikanischen Außenministers bereits im Dezember 2013 öffentlich gesagt, die USA hätten mehr als 5 Milliarden Dollar für den Regime-Change in Kiew investiert. Es ist also eindeutig, dass diese Krise inszeniert worden ist. Man wollte diesen Regimewechsel. Und das Erste, was die selbsternannte neue Regierung machte, war ja, man wolle die russische Sprache verbieten, die ja gerade in der Ostukraine auf der Krim gesprochen wird von den meisten Menschen. Dass sich die Krim dann abgespalten hat, kann ich gut verstehen. Der niederländische Politologe Karel van Wolferen hat vor einigen Monaten
sehr deutlich dazu Stellung genommen. Er sagte, es ist verständlich, dass sich die Ostukrainer und die Krimbewohner nicht von einer Ansammlung von Verbrechern, Abkömmlingen ehemaliger Nazis und in den IWF und in die EU verliebten Oligarchen regieren lassen wollten. Die Abspaltung der Krim, wenn sie sich nicht abgespalten hätte, würde es wahrscheinlich heute dort so aussehen wie in der Ostukraine, also mit zerschossenen Städten und ermordeten Menschen. Also die Abspaltung war nach meiner Einschätzung, und ich bin ja von Hause aus Jurist, keine Annexion, sondern eine Sezession. Es wurde gewählt, die Bevölkerung hat sich entschieden in freien Wahlen. Und insofern ist es auch eine Schande, dass ständig jetzt rekurriert wird auf die sogenannte Annexion der Krim, um Russland weitere Wirtschaftssanktionen aufzubürden, die ja auch Deutschland und die europäischen Staaten treffen, insbesondere Deutschland. Das Handelsvolumen mit Russland ist erheblich zurückgegangen. 2013 bereits um mehr als 5% und 2014 um weitere, ich glaube, 6,3% im ersten Halbjahr. Und man spricht jetzt von 20% inzwischen. Also wir werden dadurch auch mehr Arbeitslosigkeit in Deutschland bekommen und die Firmen werden Probleme bekommen. Und immer wieder wird darauf zurückgekommen, Russland habe die Krim annektiert und das sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Das halte ich für einen Vorwand, um weiter gegen Russland vorgehen zu können. Und es kommt darauf an, dass Europa auch Druck auf die USA ausüben würde, dass sich dort ein Mentalitätswechsel vollzieht. Ich möchte auch mal daran erinnern, was sich Hollywood leistet. Also mit diesen furchtbaren Filmen, in denen es nur also in denen Konfliktlösungen mit Schießen, Stechen, Hauen vor sich gehen. Da wird doch der Bevölkerung über den ganzen Globus, über diese Hollywood-Gehirnwäsche etwas vermittelt, was sehr aggressiv ist. Auf der einen Seite wird militärisch vorgegangen und auf der anderen Seite wird dann also mit dieser Pseudokultur oder Pseudozivilisation American Way of Life über den ganzen Globus verbreitet, mit der Folge, dass gerade auch Jugendliche sich daran orientieren, dass Konflikte durch Schießen, Hauen und Stechen gelöst werden können. Auch da muss ich einen Mentalitätswechsel vollziehen. Und ich denke schon, dass Europa die Möglichkeit hätte, sich von dem, was da von den USA ausgeht, zu emanzipieren.